Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goodbye Matrix. Ich bin gerade in Wien unterwegs und zwar beim Tresor am Schottentor. Das ist ein bankenunabhängiger Schließfachanbieter. Neben mir ist Bernd Mühlbacher. Schön, danke, dass du heute da bist, Bernd. Guten Morgen, servus. Ja. Und heute wollen wir dir zeigen, wie das hier aussieht. Das ist ein vollautomatisiertes Schließfach, welches du 24 Stunden am Tag besuchen kannst. Der Bernd wird es dann jetzt gleich auch nochmal erklären. Und ja, wir gehen einfach ein bisschen durch die Räumlichkeiten und holen auch ein Schließfach hoch, dass du siehst, wie einfach das ist. Und wenn du nach einer Option suchst, weltweit ein Schließfach anzumieten, dann hast du hier in Wien eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja, Bernd, dann legen wir direkt los. Erzähl mal, was haben wir hier, was sehen wir? Ja, du hast es schon gesagt, eines der wichtigsten Aspekte ist bankenunabhängig. Mhm. Das Problem, nicht nur in Österreich und in Wien, Filialen werden geschlossen, die Öffnungszeiten werden immer kürzer und unsere Kunden wünschen sich nicht mehr, wie unabhängig jederzeit zu ihren Schließfächern zu gelangen. Genau. Das ist eines der wichtigsten Aspekte. Okay. Du siehst bei uns hier zu Beginn die Rezeption, mhm. Die ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mhm. Du musst, wenn du ein Schließfach mietest, hier persönlich vor Ort entscheiden. Du musst dich ausweisen, den Mietvertrag ausfüllen. Dann wählst du eine dieser fünf Schließfachgrößen aus und dann geht es eigentlich schon los. Und ich zeige dir jetzt, wie einfach das ist. Ja, bin ich jetzt gespannt. Jeder unserer Kunden kann sich hier mit seiner persönlichen Bankomat- oder Kreditkarte oder mit einer weißen leeren Karte von uns sozusagen Zutritt zum Schließfach verschaffen. Okay. Und das geht 24 Stunden am Tag? Das geht 24 Stunden am Tag, bitteschön. Ja. 365 Tage im Jahr. Okay. Gut, also jetzt sind wir hier im Schließfachraum. Genau. Der ist jetzt nicht überwacht, also hier gibt es keine Kamera. So ist es. Draußen ist alles natürlich videoüberwacht. Hier innen gibt es keine Videokameras, das ist nicht erlaubt. Also das heißt, ich komme rein und kann dann hier meine Sachen auspacken und das sieht genau. Keiner, was ich ins Schließfach lege. So ist es. Sobald du herinnen bist, ist die Tür sozusagen versperrt. Es kommt kein weiterer Kunde rein. Mhm. Und du musst dich als allererstes jetzt wirklich ausweisen, weil du hast draußen ja nur die Karte reingesteckt. Ja. Jetzt brauchen wir auch den PIN okay. Und den Einmalcode. Ich zeige dir das jetzt okay. Anhand von einem Testfach. Also du darfst natürlich zuschauen, ja. Was ich jetzt für einen PIN eingebe. Diesen PIN sucht sich jeder Kunde selber aus. Okay. Falls du mehrere Fächer angemietet hast, musst du jetzt entscheiden, für welches Fach raufkommen soll. Und das ist jetzt etwas wirklich Besonderes, auf was ich sehr stolz bin. Mhm. Wir sind der einzige Schließfachanbieter, der hier beim Zutritt einen Einmalcode verwendet. Okay. Das ist ähnlich wie beim Banking, der TAN. Ja. Und diesen Einmalcode kannst du als SMS-TAN oder als Authenticator verwenden. Ja, das ist natürlich perfekt, gerade auch wenn du nicht mehr in Deutschland lebst und sich ständig deine Handynummer verändert. Dann kann man mit dieser Authenticator-App, kennst du vielleicht auch von Kryptobörsen und anderen Unternehmen, einfach mit dem Smartphone immer diesen Code generieren. Der ist natürlich super, super entspannt. Ich habe jetzt die App aufgemacht. Da sieht man hier Tresor am Schottentor. Mhm. Und diesen Code gebe ich jetzt ein. Ja. Und dann ist das quasi vollautomatisiert und das Schließfach wird per Roboter hochgefahren. Wir sehen das dann gleich hier auch auf dem Bildschirm. So ist es. Das ist jetzt ein Live-Bild vom Innenleben des Tresors. Der Roboter fährt jetzt los und holt das Schließfach, zieht es sozusagen aus dem Regal raus. Mhm. Das wird man jetzt wahrscheinlich nicht erkennen. Und schiebt es dann in den sogenannten Kamin, nennen wir das. Mhm. Und über diesen Kamin wird es dann eben vom Keller in die Ausgabekabine gebracht. Ja. Und im Keller kommt auch keiner rein? Also das ist ein Hochsicherheitstresor. Im Keller kommt keiner rein. Das ist so sicher. Ich behaupte das jetzt mal so, wie es das kein zweites Mal gibt und schon gar nicht in Banken. Ja. Das ist eine völlige Fehlmeinung, wenn man glaubt, dass Banken sicher sind. Okay. Es ist oft das Gegenteil der Fall. Okay. Nur eines der Beispiele, wir selber als Eigentümer kommen nicht in den Tresor rein. Okay. Wir brauchen immer Vier-Augen-Prinzip unseren Sicherheitspartner, die Securitas. Okay, sehr gut. Also jetzt hört man schon, jetzt kommt was. Jetzt hört man schon, richtig, das Schließfach kommt drauf. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Jetzt geht das Rolltor auf. Das ist ja echt genial. Und ich muss das Schließfach jetzt nur mehr öffnen. Aha. Das ist jetzt das kleinste Schließfach. Das ist, also die Schließfächer unterscheiden sich ausschließlich in der Höhe. Ja. Das kleinste Schließfach ist 5 cm hoch, das größte 23 cm hoch. Nur als Beispiel, selbst im kleinsten Schließfach haben schon 20 Kilo Bahn Gold Platz. Okay. Wow. Warum das Beispiel mit 20 Kilo? Weil jedes Fach maximal mit 20 Kilo belegt werden darf. Ansonsten, also wenn du da jetzt 21 Kilo reinlegst,
fährt das Schließfach nicht weg. Okay, dann wird hier so eine Fehlermeldung sein. Genau, das kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil ich nicht so viel Gold da habe. Ja. Genau. Jetzt nehme ich halt irgendwas raus oder gebe irgendwas rein. Ja. Und wenn ich fertig bin, drücke ich hier auf das grüne Häkchen. Also muss man noch schließen. Das ist jetzt ein guter Vorführeffekt. Zack. Also dann sagt er, Error, das geht nicht. Genau. Muss erst so das Fach schließen. So ist es. Also ich kann jetzt auch nichts falsch machen. Ja? Ja. Jetzt schließen wir zu und jetzt wird das Schließfach auch wirklich wieder zurück in den Tresor gebracht. Genial. Das ist ja wirklich super. Also das heißt, ich kann jederzeit zu euch kommen mit der Karte, kann das alles selbstständig hier durchführen und brauche euch nicht. Genau. Also man muss sich bei uns auch nicht anmelden oder sonst irgendwas. Ja. Du kommst, wann du willst, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr zu uns. Ja. Ja, perfekt. Vielleicht warten wir sogar noch auf den Schluss, dass man nochmal sieht, wie es runtergeht dann. Ja. Ja, genau. Dauert jetzt ein bisschen. Und wie viele Schließfachgrößen habt ihr? Wir haben 5 verschiedene Schließfachgrößen. Mhm. Die hat man ja gerade in der Rezeption auch gesehen. Also die Höhe dieser Schließfachgrößen 5 cm, 8 cm, 11 cm, 17 cm und 23 cm. Mhm. Jetzt sieht man, wie das Schließfach eben wieder zurückgebracht wird. Ja. Und sobald der Roboter sozusagen seine Parkposition erreicht hat und wir den Raum verlassen haben, kann der nächste Kunde reinkommen. Okay, perfekt. Jetzt fährt er zurück. Zack. Genau, das sehr hier cool. Ist seine Parkposition und jetzt wartet er auf den nächsten Kunden. Ja. Ja, sehr schön. Und wir haben auch noch eine Überraschung für dich. Und zwar, wenn du dich hier entscheidest, ein Schließfach anzumieten, dann haben wir eine Spezialkondition ausgehandelt, dass du sogar 3 Monate nochmal umsonst bekommst. Hierfür findest du unter dem Video einen Gutschein. Den kannst du einfach dann hier an der Rezeption vorzeigen oder wenn du Kontakt aufnimmst, einfach sagen, dass du von Goodbye Matrix kommst oder von unserer Community. Und dann kriegst du im ersten Jahr, anstatt nur 12 Monate, kriegst du direkt 15 Monate. Ne? Genau. Genau. In diesem Sinne, wenn du Interesse hast, hier in Wien ein Schließfach anzumieten, dann melde dich einfach beim Bernd und beim Team. Und wir hoffen, du hast ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Tschüss. Tschüss.